Denn da musste sie einmal nämlich ganz, musste sie aufs Klo. Und dachte ich mir so, Alter, scheiße, jetzt ist sie nicht da. Und jetzt kommt da dieser Typ aus dem Kühlschrank raus, dieser Stanley oder wie der hieß. Dann wird das ihm so eine Spinne und so. Und dann ist so, oh, da kommt die auf einen zugesprungen, ey. Und ich dachte, da haben wir sogar in 3D oder sowas geguckt. Das war so gruselig. Oh, ich hätte mich gleich ins Grab schicken können, echt. Ich konnte das nicht. Also, nennt mich Weichei, aber ganz ehrlich, ich konnte es aber nicht. Das war viel zu schwer für mich. Ich habe es natürlich überstanden, keine Frage, aber ich dachte mir so, das mache ich nie wieder. Niemals wieder, hörst du? Und als sie dann wieder kam, war sie so, ach, was ist denn los? Ach so, ne, ich bin gerade nur hier, guck mal, hier ist mein Grabstein. Ah, da habe ich kein Bild hingesetzt, alles klar, das passt also so, gut. Naja, macht doch nicht so viel Sinn, euch da ein Bild hinzusetzen. Ja, also die Filme S, 1 und 2 waren die schlimmsten Filme, die ich jemals gesehen habe, von Horror halt, ne. Das tue ich mir nie wieder an. Niemals. So, wo sind wir stehen geblieben? Wo siehst du dich selbst in 20 Jahren? Heilige Mutter Gottes. 20 Jahren ich? Was soll ich denn dazu sagen, Alter? Ha, Frau am Steuer. Was? Hab ich das gerade gesagt? Okay. Krass. Keine Ahnung, wo soll ich mich in 20 Jahren sehen? Also in 20 Jahren, da bin ich ja schon... Da bin ich ja 40. 44. Fast 45. Krass. Wo soll ich mich da sehen? Also da bin ich dann ein bisschen älter, ein bisschen erwachsener, wahrscheinlich weiser und hoffentlich noch so ähnlich wie heute. Also, naja, vom Verstand her, ne? Aber sonst eigentlich... Naja, dass man halt hier ein bisschen erfolgreicher geworden ist, dass man das immer noch macht, vielleicht. Muss man mal gucken, wie lange ich halt Lust und Laune habe. Was mir aber gerade einfällt, ist, wir sind fertig. Leute, wisst ihr, was jetzt kommt? Jetzt wird's richtig spannend. Oh, Leute, jetzt ist das alles, was ich hier zusammen gebaut habe. Also ab hier war das ja. Ist jetzt fertig. Und guckt mal, wo wir jetzt hinkommen. Jetzt wird's richtig schön. Jetzt sind wir nämlich ganz oben. Jetzt sind wir hier. Am Oberdeck. Und das bedeutet, wir müssen alle Lampen auswechseln. Haha. Alle Lampen. Und wir werden das alles zusammen machen. Und in Handarbeit werde ich die alle auswechseln. Yeah, baby. Aber nicht heute. Oder nicht jetzt. Denn jetzt müssen wir was ganz Besonderes machen. Und zwar hatte ich vor, hier, ich kann mal die Sichtweite jetzt auch noch ein bisschen darunter stellen. Wenn wir hier auf 8. So. Die können wir mal ganz runterstellen. So, dann habe ich nämlich ein bisschen mehr Leistung hier, weil das ist schon nicht ohne es darzustellen. Ich hatte eigentlich vor, quasi, wir haben ja hier diese Ebene hier und dieses Stockwerk hier. Und ich wollte hier eigentlich immer ein bisschen mit Fenstern arbeiten. So mit so einer Schiene quasi aus Glas, die quasi hier so lang fächert und dann auch unten runter geht. Das heißt, ich müsste das alles hier rausreißen, diese Fenster hier rausreißen, den Boden hier rausreißen. Und quasi hier so eine Tribüne draus bauen. Und das würden wir quasi so schräg machen. Also ich würde quasi sagen, wir fangen zum Beispiel hier an. Oder am besten eigentlich hier. So. Und nehmen das quasi hier alles einfach schon mal so als Linie erstmal raus. Und fangen dann an, Stück für Stück das zu bauen. So. So ungefähr soll das aussehen. Dann werden wir natürlich erstmal hier drin bauen müssen. Das müssen wir hier erstmal dicht machen. Ja, das wird jetzt eine krassere Aufgabe, aber eine Aufgabe, finde ich, die wirklich mal fällig wird. Oder, naja, was heißt fällig, aber ich will das mal machen, weil das, glaube ich, echt schön aussehen könnte. Und es soll ja auch ein Kreuzfahrtschiff sein, eine Superlative, ne? Also da mache ich jetzt auch keine halben Sachen. So, gut, da habe ich das mal erzählt dazu, was wir jetzt so vorhaben. Also wo sehe ich mich in 20 Jahren? Ja, keine Ahnung. Also hoffentlich noch fit und gesund. Und kann immer noch das machen, worauf ich Bock habe. Also das ist eigentlich... alles so, ne, was man halt machen möchte. So, wo sind wir denn? Was ist dein Traumjob? Mein Traumjob ist mir leider genommen worden, so ein bisschen. Also, das war nicht so toll, um ehrlich zu sein. Wir hatten ja diese, das weiß nicht jeder, wir hatten ja diese fette Corona-Krise-Sache, Geschichte, Gedöns. Und, ja, das war halt alles nicht so geil, ne, also... Corona hat mir ziemlich viel genommen halt, ne? Also es war, ja,
immer nicht so toll, um ehrlich zu sein. Also ich hätte mir vieles gewünscht, was halt anders geworden wäre oder besser geworden wäre, je nachdem. Ich lasse das mal so. Wir machen das jetzt so schräg runter hier, so quasi. Das passt, Alter, das passt ja wie am Schnürchen. Guck mal, genauso schräg will ich das haben. Und das alles müssen wir halt abreißen hier. Das kommt hier alles weg. Bis hier machen wir einmal alles weg. So. Wo war ich? Ach so, was ist dein Traumjob? Genau, wir hatten ja diese Corona-blöde Krise. Das muss ich nicht erklären, dass wir das hatten. Das hatten wir ja alle mitbekommen. Und ja, da bin ich an einem Punkt halt auch angelangt, wo ich mir jetzt sagte, oder wo, also vor Corona halt noch, ich habe meine erste Ausbildung abgeschlossen, war super drin in der Firma. Ich wusste ganz genau, wie ich das alles machen will und dass mir das alles so gefällt und hast du nicht gesehen. Und dann kam ja halt Corona und hat die Firma quasi richtig Geld gekostet, weil die halt nicht mehr so viel Ressourcen hatten, weil vieles halt ausfiel. Ne? Also die ganzen Leute zum Beispiel, die fehlten ja alle, haben alle nicht mehr gekauft. Also wir hatten dann wirklich kein Geld, also die Firma hatte kein Geld mehr quasi, um die Leute zu beschäftigen. Und mussten alle jüngeren Leute mussten halt gehen. Und da war ich echt an so einem Punkt, wo ich mir dachte, warum musste ich jetzt gehen? Ich war so niedergeschlagen davon. Deshalb bin ich eigentlich immer noch so ein bisschen. Weil mir das halt so gefallen hat. Ne? Ich fand das da einfach richtig, richtig schön. Ja, dann musste ich halt gehen und musste mir was Neues suchen. So, ne? Und ich war überhaupt nicht bereit, mir was Neues zu suchen. Und da, wo ich halt war, das war echt mein Traumjob. So, ne? Und ja, ich überlege vielleicht nach meiner zweiten Ausbildung, die ich jetzt mache, wenn ich die durch habe, vielleicht da sogar wieder hinzugehen. Weil mir das halt einfach echt gefallen hat. Da kannst du sagen, was du willst, aber das war einfach herrlich dort. Ne? Es war wunderschön. Und ich hätte das gerne alles noch gemacht und getan und hast du nicht gesehen, ne? Ja, man kann, leider ist das Leben halt kein Wunschkonzert, ne? Also man kann sich leider nicht alles aussuchen. Das ist immer so ein bisschen blöd, aber ja, dann führt das halt über Umwege und ich gehe danach quasi wieder dahin, ne? Dann werde ich meinen Traumjob dort wahrscheinlich machen. Oder, ja, muss man dann mal gucken, was daraus wird, ne? Ist natürlich alles noch lange hin, bis dahin kann noch viel passieren. Vielleicht gehst du dann irgendwann doch woanders hin. Na, das ist natürlich alles noch nicht fest. So. Gut, haben wir das auf der einen Seite. Und das müssen wir natürlich auch noch irgendwie hier vorne machen. Aber ich werde erstmal das auf die andere Seite kopieren. Ja, Leute, das ist alles Handarbeit, ne? Merkt euch das. Das wird alles mit Hand gebaut hier. So, zack. Und dann ist der nächste Punkt hier. Zack. So, wo waren wir denn? Welche deiner Ziele hast du in deinem Leben schon erreicht? Ja, nee, sorry, das ist aber echt eine ganz gute Frage. Eigentlich bin ich momentan so an einem Punkt, wo ich mir sage, dass ich meine Ziele noch vor mir habe. Ne, also, ich bin noch eigentlich nicht so weit, dass ich jetzt sagen kann, yo, ich bin jetzt schon da, wo ich sein will und habe alles schon erreicht, was ich wollte. So weit bin ich noch nicht. Also, ich habe Ziele natürlich schon erreicht, aber die muss ich jetzt nicht alle aufzählen. Und das waren auch eigentlich keine Ziele, das war einfach so, weil man es machen musste. So, ne? Und jetzt ist es so, was ich halt an Zielen habe, ist, weil ich es machen möchte. Ne? Früher war das mal so, ja, weil ich es machen muss. Fertig. Ende der Geschichte, ne? Ne, das ist wieder so, zack. Genau, also das halt dazu, ne? Also, ja, das ist halt so, wie es ist, ne? So, wo waren wir? Was möchtest du in deinem... Ja, die Fragen sind alle blöd hier. Shopping. Oh, was ist das Teuerste, was du besitzt? Uff. Das Teuerste, was ich besitze, ist eigentlich... Naja. mein Auto. das Teuerste, was ich besitze, ist mein eigenes Auto. Also... Das hat mich am meisten gekostet bisher. So, warte mal. Jetzt muss ich mal gucken, ob das von der Linie her passt. Wir haben dort den Punkt und dort. Und dort haben wir quasi abgetrennt. Ne? Okay, dann reißen wir jetzt hier vorne erstmal alles raus, damit es jetzt auf der einen Seite, auf beiden Seiten gleich aussieht. Ich werde das gleichzeitig bauen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen... Klar, es ist aufwendiger, aber ich will das schon gut hinkriegen. Ups. Ups. So, zack. Dass wir das einfach gut meistern und damit es auch echt nach was aussieht. Das soll wie so ein richtiges Promenadendeck sein, quasi. Naja, was ist ein Promenadendeck? Ein Promenadendeck ist was ganz anderes. Das haben wir unten drin. Habt ihr auch schon gesehen. Mehrfach. Da waren wir eigentlich sogar eben in der Nähe.
Hier soll das eher so ein schöner öffentlicher Bereich sein, der schön hell erleuchtet ist am Tag. Ne? Dass da schön das Licht reinkommt, dass man auch mal ein bisschen natürlich aussieht. Ne? Sowas mag ich auch am liebsten. So ein natürliches Licht, was man quasi hier einfach einfügen kann. Das sieht einfach schöner aus, ne? Als immer nur die dunklen Kammern in der Ecke, ne? Man kann das natürlich alles mit Licht erhellen, aber natürliches Licht ist immer schöner als Licht, was man dann quasi selbst erzeugt. So. Ich hoffe, es fängt nicht an zu regnen. Hahaha. Weil dann wird's uncool. Dann wird hier alles nass. Bis zum geht nicht mehr. So, okay. Wo war ich stehen geblieben? Das teuerste ist mein Auto. Das hat mir so viel Geld gekostet, dass, ja, muss ich jetzt nicht erwähnen. Das war nicht gerade billig, muss ich zugeben. So, ich hoffe, ihr könnt gleich noch genug sehen, weil es wird nämlich gleich Nacht. Ich habe den Tageszyklus hier normal noch drin. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich seit Ewigkeiten wieder außerhalb meines Schiffes baue. Ich glaube, sonst war ich lange nicht mehr hier draußen und habe hier gebaut. Das ist schon eine halbe Ewigkeit her. Und ich bin mal gespannt, ob das, was ich hier vorhabe, auch was wird. Das wird sich noch herausstellen. So, aber wo waren wir denn stehen geblieben? Also, wie oft gehst du einkaufen? Kommt das darauf an, was man einkaufen nennt? Ist das jetzt Online-Shopping oder wirklich einkaufen und einkaufen in der Stadt? Also in der Stadt einkaufen, na gut, da war ich jetzt letztens. Ich werde dazu auch nochmal ein Video machen, was ich eingekauft habe. Das habe ich schon so ein bisschen erwähnt. Dazu werde ich jetzt aber gerade keine weiteren Angaben machen. Erstmal werde ich mir diesen schönen Sonnenuntergang hier angucken. Guck mal, wie herrlich. Oh, da gehen wir direkt hier oben hin. Erstmal schön Sonnenuntergang, dann Selbstmord. Tot. Und buff. Oh, ist das ein Monster. Meine Güte. Oh, also stellt euch nur mal vor, weißt du, ihr seid hier unten quasi. Warte mal, wir machen es einmal ganz kurz. Ich will jetzt immer machen. Wir sind hier, ne? So, quasi hier und haben hier quasi, ich sehe nichts. Da, ne? Einmal ist wieder weg. Stell dich das nochmal vor, ne? Wir haben hier quasi dieses gewaltige Monster-Ding. Und hier ist unser Boot, was gerade sehr schön aussieht. Oh, ist das herrlich, Leute. So, hier, ne? Und seht dann dieses riesige Ding vor euch. Da würde ich dann echt schon ein bisschen denken, ja. Das ist natürlich so ein kleiner Ausschnitt, weil ich die Sichtweite runtergestellt habe. Aber stell euch das nochmal vor, ihr habt so ein kleines Boot und seid da einfach so, bam. Hier ist dieses riesige Ding und den denkt ihr so, yo, alles klar. Und es ist noch gerade die Lichter ausgegangen. Auf der Brücke, die sind nämlich mit einem Tageslichtsensor gesteuert. So. Lange quatschen, auch Wasser trinken. So. Gut, machen wir mal weiter. Das war mal ein kleiner Trip nach draußen einmal. Also, ja, was ich sagen wollte. Achso. Wie oft gehst du einkaufen? Ja, gelegentlich halt mal, ne? Je nachdem, wann man es halt muss, wann man will. Ja. Ne, das ist aber alles noch Zukunfts. Naja, was heißt das? Laber ich hier? Das ist doch keine Zukunftsmusik. Ja, das sind aber alles Geschichten und die man halt macht oder halt nicht macht, je nachdem. So, die rennen lassen wir mal alle so da auf dieser Ebene. Entschuldigung. So, wo war ich stehen geblieben? Hast du schon mal einmal zu viel Geld an einem Tag ausgegeben? Ich glaube, das ist einfach zu beantworten. Ja. Habe ich. Wie zum Beispiel. Ja, manchmal ist es einfach so, man lässt sich so ein bisschen hinreißen, ne? Und, aber das Ding ist so, also ich bin kein Mensch, der jetzt Geld ausgibt für Sachen, die er überhaupt nicht braucht. Also es sind alles schon Sachen, die ich halt, also naja, was heißt braucht, aber die man halt verwenden kann und für die man auch eine Verwendung findet, ne, mit denen man was anfangen kann. Und, ja, da denke ich mir dann schon, klar, es ist jetzt teuer gewesen und das hätte ich mir vielleicht nicht kaufen sollen. Aber es war eigentlich auch so an einem Punkt, wo ich mir sagte, ich will das aber haben.
Und ich finde ja auch Verwendung dafür, so weißt du. Und dann denkt man sich so, ja, ich will das haben, weil das macht es gut und ich kann damit was anfangen. Bis einem dann einfällt, dass man es eigentlich, ja, hätte gar nicht kaufen sollen, weil man kein Geld mehr hat. Ja, also ja, habe ich schon mal hingekriegt und das war auch immer nicht ganz so nice. So, gut, das muss ich noch ein bisschen überlegen. Also wir müssen hier auf jeden Fall einmal alles dicht bauen. Genauso wie das hier ist. Das werden wir vielleicht noch ein bisschen anpassen, aber ich muss das noch ein bisschen so machen hier. So. Selber auf der anderen Seite auch nochmal. Da müssen wir erstmal die ganze Decke rausreißen, um dann quasi schon mal den Grundriss zu legen. Ne? Also ist jetzt die ganze Decke hier raus. Bis zu dieser Kante. Naja, vielleicht nicht ganz bis zu dieser Kante. Da habe ich ja gerade gut aufgehört. Dann machen wir hier... Ja, lassen wir erstmal so. Gucken wir dann, wie das noch läuft. Ich hoffe... Ja, perfekt. Gut, dann haben wir das ja gerade eigentlich noch ganz gut abgeschlossen. Lassen wir nur bis hier alles entfernen. So. Mache ich das erstmal gerade hier. Irgendwie so und so. Und dann können wir gleich weiter mit den nächsten Themen starten. So, nochmal ein bisschen... Dann wird hier unten auch alles rausgerissen. Also bis hier quasi wird alles rausgerissen und das wird dann so eine Tribüne sein. Also hier wird alles rausgerissen, geht aber einen Stockwerk tiefer. Und dann wird es noch ganz schick. So, was ist das Unnötigste, was du jemals gekauft hast? Das war eigentlich ein Spiel. War so eigentlich gerade erst letztens. Was habe ich da gekauft? Genau, irgendein Spiel. Ich habe das angezockt, wollte es eigentlich auch hochladen. Ach, es hat überhaupt nicht funktioniert. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Und dann stand ich so da, da immer so, was mache ich jetzt hier und wie funktioniert das? Und ich komme nicht weiter. Ja, und wisst ihr, was auch sehr Sinn macht, ne? Hier ist dieses große Ding, was oben drauf steht. Aber hier ist keine Stütze. Außer die beiden hier. Die tragen das ganze Gewicht von oben. Ja, ja, das macht Sinn. Das werden wir natürlich noch ein bisschen anpassen. Weil dann sowieso noch Stützen da mit rankommen, die sowieso dann die ganze Struktur hier tragen müssen. Aber Minecraft ist ja das, ist ja bekannt dafür, das Spiel zu sein, was keine Stützen braucht. So, ich hoffe, ihr seht noch was. Ich werde jetzt hier keine extra Beleuchtung anbringen. So, das machen wir mal so. Das muss reichen mit Mondlicht und sowas alles. Und eigentlich ist es hier noch relativ hell, ne? Also bisher. Und wir haben ja nur 8 Minuten Nacht und dann wird es hier wieder hell. Also ist ja alles easy peasy. So, wo habe ich denn aufgehört? Genau, was ist dein Lieblingsgeschäft? Also, ja, das ist eigentlich auch so ein bisschen schon spoilermäßig. Eigentlich will ich darüber noch gar nicht berichten, aber ich mach's einfach mal, scheiß drauf. Also, man muss natürlich immer daran denken, was für ein Geschäft man jetzt meint. Also, was für eine Art. Also, wenn man jetzt Schuhgeschäft meint, dann ist es auf jeden Fall Leguano, heißen die. Die machen nämlich immer so spezielle Schuhe, die perfekt zu mir passen. Mit denen ich auch, naja, noch gefühlt wie ein Mensch, oder naja, Klappe da hinten, wie ich da halt noch laufen kann, ne? Mache ich auch nochmal ein Video zu, dann könnt ihr das nochmal sehen, was ich da jetzt genau meine. Manche wissen es vielleicht, manche vielleicht auch nicht, aber werdet ihr dann sehen. So, ich mache jetzt noch einmal hier bis zur Mitte und dann wechseln wir die Side, oder ich kann auch einfach durchmachen, ist auch egal. Machen wir die Nacht durch. Ist doch ganz entspannt. Da habe ich immer so eine 6-Stunden-Aufnahme hier. Das habe ich doch, glaube ich, noch nie gemacht, so eine lange Aufnahme. Ich bin auch in letzter Zeit überhaupt nicht mehr lange in der Nacht wach gewesen, weil ich so in meinem Rhythmus drin bin. Das habe ich schon mal erzählt. Ne? Deswegen hieß das Video auch letztens, was bei Medi-Vitalis hier aufgetaucht ist, ich zerstöre meinen Schlafrhythmus, weil ich da so lange wach gewesen bin und dann am nächsten Tag, und dann genau am nächsten Tag hatte ich nämlich Corona. Ja, das war, glaube ich, nicht ganz so perfekt alles. Also das hätte ich mir ruhig anders vorgestellt. Aber naja, man kann ja nicht alles machen, ne?